Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Kampfkunst. Mit meiner lieben Tochter, die Serena, hier wieder am Start. Heute geht es um eine Technik, die auch sehr, sehr spannend ist. Gaia-Hebel, die aus dem philippinischen Martial Arts kommt. Bob, Bob. So wäre es traditionell. Kommt ein Schlag, kann ich hier entweder einen Hubut machen, ich kann von hier aus einen Paksau machen, ja. Ich kann von hier aus aber auch einfach blocken, hier reinkommen. Oder aber ich gehe hier raus und komme direkt, boom, hier komme ich unten durch, ja. Natürlich hätte ich die Möglichkeit zu sagen, Uppercut, Hebelbruch, Wurf und alles Mögliche. Das ist alles natürlich Drillsache. Das heißt, in der traditionellen Drillgeschichte ist sowas alles schön zu üben. Ist das Ganze aber realistisch? Okay, packen wir das Ganze mal so ein bisschen für die Straße aus, ja? Kann sofort hier, wupp, fangen an zu clinchen, als Beispiel, okay? Wupp, ich will nicht, dass er mich schlagen kann, also reiße ich die Hände runter, aber wenn ich sie nicht runterreiße und rankomme, bumm, genau, renne ich rein. Bumm, genau, also wupp, komme ich ran und schon bin ich hier. Was sie natürlich machen wird, wenn sie sich ein bisschen auskennt, ist den Double Underhook zu machen, ja? Entweder Knie oder den Double Underhook. Das heißt, sie wird versuchen, hier doppelt zu haben, damit sie hier greifen kann, um Knie zu starten, ja? Und bumm, genau. Das Ganze wollen wir unterbinden und jetzt kann ich den Gaia auf der Straße geil umsetzen. Wupp, komm hier rein und guck mal, hier bin ich raus. Kennt ihr eigentlich aus dem klassischen Ring, wenn ihr hier seid, wupp, hier rüber, ja, kann von hier aus starten. Ich bin hier, ich unterbinde die Schläge, Cover, Wumpel rein, tauch runter durch, bumm, komm, hier ist aus dem Nichts mit dem Uppercut. Bumm, manchmal lockt der hier schon aus. Drunter packen, greifen, warum habe ich die Hand auch oben, schlag mal nächsten Hook. Wupp, wupp, hier, okay, das ist die Grundidee dabei, ja, wupp, wupp, so wäre es traditionell, bumm, ja, sieht alles sehr schön aus, funktioniert das in der realen, könnte schwer werden, deswegen arbeiten wir von hier aus, ich unterbinde den Schlag, komm hier rein und schlage jetzt hoch und setze dann nach, okay, was ich auch automatisch habe, ist eine Bench-Up-Position, das nennen wir Bench-Up. Haben wir eine Bench ab, geht das Bein nach unten drüber und ich habe hier, merkst du, ne, ist hier schön in der Schulter, ja, so ein Hebel drin. Ist etwas komplizierter, auch eher was für Fortgeschrittene, aber ist halt ziemlich geil, wenn ihr irgendwann mal in die Outside kommt. Outside heißt immer, dass ich hier rauskomme, ja. Von hier aus ein Uppercut schlagen ist immer verdammt gemein. Wenn ich dabei noch den hier so ein bisschen greife, hier unterpacke, habe ich direkt den Hebel, woran ich hier arbeiten will. Ja, eine Fixierung, auch geil, wenn du jetzt zum Beispiel im Dings hier arbeitest, in der Security, in der Sicherheit und fixierst jemanden, ist das hier auch sehr, sehr gut. Okay? Gut, so viel dazu, Serena. Ich danke dir vielmals. Schön, dass du mitgemacht hast. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Kampfkunst Lifestyle. Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren, worauf ihr alles Bock habt. Und heute macht sie den Endtritt. Boom. In der Natur liegt die Kraft. Sie ist nicht verborgen. Immer da. Sie ist deine Quelle. Reinige dein Geist an dem Ort der Stille. Der Wald ist dein Dojo. Training mit dir.